Ocampo sucht das Steilzuspiel für Pack und der Ball kommt an. Pack mit der ersten Chance des Spiels. Verzieht am Ende deutlich, aber die Position für einen Torschuss war gut. Oh, das der Kopfball von Andras Bora. Das kann man als Torchance werten. Scololi mit der Hereingabe. Guter Ball! Und Watzlik mit der Parade. Der Montag. An Basel. Basel mit einem guten Angriff. Lang. Und da ist das Tor für den FC Basel mit Michael Lang. 37. Minute, eine Chance für Basel und die sitzt bereits. Michael Lang, auf ihn ist verlangt. Luca Zuffi. Ja, da steht schon 2-0. Basel unheimlich effizient, auch heute Mohamed Elionoussi sträflich allein gelassen. Fahne bleibt unten, hier bei Pack. Also das Spiel läuft und Pack mit der Chance für sein Tor. Einmal scheitert er, ein zweites Mal auch, dann Torres und dieser Ball geht drüber. Thomas Watzlik, er ist der Basler Garant für den FC Basel. Lang. Lang versucht selbst an den Pfosten. Elionoussi. Elionoussi führt den Ball ganz eng. Und da braucht es mehrere Lausanner, um ihn am Torschuss zu hindern. Und zuvor der Pfostenschuss. Ballverlust im Lausanner Aufbau. Das sollte nicht passieren. Spora! Tor! Wohl die Entscheidung für den FC Basel nach knapp einer Stunde. Und Sie sehen es dem Gesicht von Andras Bora an. Der Knoten ist geplatzt. Sein erstes Pflichtspieltor. Lotomba. Lotomba, Margera. Gibt das was? Watzlik! Wieder Sieger im Duell gegen einen Lausanner. Gegen Margera in diesem Fall. Scheint unbezwingbar zu sein, dieser Thomas Watzlik. Die Basler möchten hier gerne noch ein viertes Tor nachlegen. Steffen! Und da ist es auch, das vierte Tor, das 4:0, Mohamed Elionoussi. Er ist jetzt Doppeltorschütze. Da haben die Basler die... So, die Nachspielzeit ist in ein paar Sekunden vorüber. 4:0 das Resultat für den FC Basel gegen Lausanne Sport. Ein Wunschresultat für die Basler. Heute braucht es keine Treffer in der Nachspielzeit vom FCB, um zu gewinnen gegen den Aufsteiger. Das war über weite Strecken abgeklärt vom FC Basel. Ein ganz starker Thomas Watzlik.